Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der heutige Tag, der 1. September, ist ein Tag der Erinnerung und ein Tag der Mahnung. Heute vor 77 Jahren begann der Zweite Weltkrieg, vor 71 Jahren endete der Zweite Weltkrieg nach Massenmord, Millionen von Toten im Abwurf zweier Atombomben. Die Jahrestage machen den diesjährigen Antikriegstag zu einem zentralen Tag der Erinnerung und des Mahnens. Auch heute gilt, Kriege kommen nicht über uns, Kriege werden gemacht, Gewalt geht von Menschen aus und trifft Menschen. Sie werden getötet, verwundet, vertrieben, müssen fliehen. Ihr Leben wird in den Grundfesten erschüttert, wenn andere Profite daraus schlagen und ihre Machtinteressen durchsetzen. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Ein Eroberungs- und Vernichtungskrieg, der 60 Millionen Tote forderte. Wir erinnern heute und denken an Millionen Juden, an Sinti und Roma, an Homosexuelle und Andersdenkende, die wegen einer menschenverachtenden und faschistischen Ideologie verfolgt und ermordet wurden. Die Diktatur Hitlers bleibt auch für uns heute ein warnendes Fanal. Sie zeigte, wie eine Gesellschaft, die sich als kultiviert, als modern, als fortschrittlich ansah, rasch in die Barbarei absank, deren Gewalt sich gegen politisch Andersdenkende und Andersgläubige richtete. Im Jahre 1945 war der Krieg nach Deutschland zurückgekommen, auch nach Münster. Noch am 31. März hatte die Westfälische Tageszeitung getitelt: Mit Fanatismus in den Kampf. Die Kampfparole war von der Realität allerdings bereits eingeholt worden. Amerikanische und britische Truppen standen tief im Münsterland. Die Endphase des Krieges war längst eingeleitet. Die Panzer der 17. US Airborne Division rückten von Mecklenburg über Ruxel auf Nienberge heran. Am 1. April gelangten auch Nienberge und Hiltrup in alliierte Hand. Am Abend des 2. April, Ostermontag, endete mit dem Einzug amerikanischer und britischer Panzertruppen und Fallschirmjäger der Zweite Weltkrieg für Münster. Das war die Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Diese hatte auch in Münster noch ein tödliches Finale gehabt. In Zwinger fanden bis in die letzten Tage Hinrichtungen statt. Für Münster sind sie seit dem Oktober 1943 auch in Polizeigefängnissen belegt. Im Januar 1945 wurde die Gestapo-Leitstelle ermächtigt, gegen Ausländer in allen Fällen sofort und brutal zuzuschlagen. In diesem Zusammenhang gehören auch die Hinrichtungen in Zwinger. Im Herbst und Sommer 1944 fanden mindestens 5 Hinrichtungen statt. In einem Fall wurden da russische Gefangene wegen angeblicher Sabotage erhängt. Am 29. März 1945 wurden 17 russische Zwangsarbeiterinnen, 16 Männer und eine Frau von 5 Gestapo-Beamten im Hof des Gefängnisses auf der anderen Seite erschossen. Ihre Papiere wurden verbrannt und die Leichen verscharrt. Wie bei zahlreichen dieser Verbrechen unmittelbar vor Kriegsende sollte verhindert werden, dass Gefangene das Kriegsende erleben. Die Gefahr, die Ideologie, die der Nationalsozialismus verkörpert hat, wird heute nicht mehr verharmlost. Aber wir sollten uns davor hüten zu glauben, dass es nur einige wenige Neonazis gäbe, die letztlich nicht ernst zu nehmen seien. Wir haben es in den letzten Jahren mit einem Hass gegen Menschen zu tun bekommen, die aus tiefster Not und auf der Flucht vor Gewalt und Verfolgung hier nach Deutschland kommen, weil sie sich Schutz und ein menschenwürdiges Leben erhoffen. Was seit Mitte 2015 passiert ist, die Namen der Städte wie Freital, Heidenau, Klausnitz und Hagen stehen dafür nur beispielhaft, ist der Hass und der Rassismus von sogenannten ganz normalen Menschen. Auch in Münster, es ist vorhin schon kurz thematisiert worden, gab es Brandanschläge auf eine im Bau befindliche Flüchtlingsunterkunft in Hiltrup. Auch in Münsterland gab es Angriffe auf Einrichtungen, auch tätliche Angriffe auf Menschen mit Migrationsvorgeschichte. In der Regel waren die Täter, so sie denn geschnappt worden sind, keine Neonazis, keine Angehörigen der rechten Szene. Es waren vielmehr Täter, die sich offenkundig ermuntert fühlten, zur Tat zu schreiten. Einer der beiden Festgenommenen wegen der Anschläge in Hiltrup hatte mit seiner Tat geprahlt. Es ist weit gekommen, wenn jemand glaubt, für eine solche Tat auch Beifall und Anerkennung bekommen zu können. Ja, wir müssen auch hier vom Rassismus aus der Mitte sprechen. Da darf es kein Verharmlosen geben. Es sind keine sogenannten besorgten Bürger, keine sogenannten Asylkritiker. Es sind Rassisten. Die Gedanken, die Worte, sie gehen den Taten voran. Und diesen Gedanken, Worten und Taten müssen wir entgegentreten. Wir müssen uns positionieren, immer und überall. Münster und das Münsterland haben dies bereits im Januar 2015 bei 2 großen Demonstrationen unter dem Titel Münster gegen Pegida getan.
Das Bündnis Keine Meter den Nazis, dem der DGB und die Gewerkschaften angehören, hat an dem 30. Januar, ebenfalls einem geschichtsträchtigen Tag der Machtübertragung an die Nazis im Jahr 1933, eine Demo gemeinsam mit Münster gegen Pegida organisiert. Mit Pegida und Co. wurde die rassistische Gedankenwelt wieder massenwirksam, die den Brandanschlägen den Boden bereitet hat. Anfang 2016 wurde gegen die AfD und ihre Parteivorsitzende in Münster erfolgreich demonstriert. Die Veranstaltung der AfD konnte nicht stattfinden. Nach den Brandanschlägen in Hilkup haben wir gemeinsam mit zahlreichen anderen gesellschaftlichen Gruppen ebenfalls demonstrative Zeichen gesetzt. Wir leben in Tagen, in denen die Populisten, die Vereinfacher, Oberwasser gewinnen. Die FPÖ in Österreich, der Front National in Frankreich, die AfD in Deutschland. In Ungarn, Polen und anderen Ländern erleben wir einen reaktionären Rückschritt, was die Grund- und Menschenrechte betrifft. Das war vor wenigen Jahren noch vollkommen unabsehbar und eigentlich undenkbar. Erfreulicherweise gibt es aber auch eine andere Entwicklung. Viele Menschen helfen und unterstützen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft und ihrem Aufenthalt. Diese Menschen, diese Initiativen und Bündnisse müssen wir stärken. Sie verdienen unser aller Unterstützung. Dafür auch einfach einmal ein herzliches Dank an diejenigen, die sich in dem Bereich engagieren. Die Würde des Menschen ist und bleibt unantastbar. Die Grundrechte gelten nicht nur für Pass- oder sogenannte Bio-Deutsche, sie gelten für alle Menschen. Dafür stehen die Charta der Menschenrechte und das Grundgesetz. 65 Millionen Menschen sind in diesen Tagen weltweit auf der Flucht. So viel wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Diejenigen, die vor Terrorismus, Krieg und Zerstörung nach Europa flüchten, haben ein Recht auf Asyl. Die Europäische Union muss denjenigen helfen, die auf der Flucht über das Mittelmeer in Lebensgefahr geraten. Die Flüchtlinge brauchen eine menschenwürdige Aufnahme und Perspektiven auf soziale und wirtschaftliche Integration in Europa. Es ist regelrecht beschämend, wie europäische Staaten darüber feilschen, welcher Mitgliedstaat wie viele Flüchtlinge aufnimmt oder nicht aufnehmen darf. Nationalismen und Ressentiments dürfen in Europa keinen Platz haben. Zugleich müssen wir die Fluchtursachen in den Blick nehmen. Die Fluchtursachen müssen bekämpft werden, nicht die Flüchtlinge. Deshalb gilt immer noch die Lehre aus zwei Weltkriegen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Motto Nie wieder Krieg des ersten Antikriegstages des Jahres 1957 verpflichtet uns auch heute zu verstärktem Engagement. Die Bilanz der vielen Kriege in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts geführt wurden und noch werden, müssen der Politik zu denken. Nirgends haben Militärinterventionen oder Waffenexporte zu einer nennenswerten Verbesserung der humanitären Situation beigetragen. 40 Kriege, zumeist Bürgerkriege, werden derzeit in aller Welt geführt. Allein in den beiden Großkriegen in Afghanistan und im Irak stammen unabhängigen Studien zufolge mindestens 800.000 Menschen, zum größten Teil Zivilisten. Die im Grundgesetz festgelegte Aufgabe der Bundeswehr zur Landesverteidigung wird seit Jahren in Richtung internationaler Intervention verschoben. Der Bundespräsident und andere hochrangige Regierungsvertreter haben schon vor längerer Zeit von der Politik eine größere Verantwortung in der Welt eingefordert. Dies gelte auch für den militärischen Bereich. Die Bundesrepublik müsse ihre diesbezügliche Zurückhaltung aufgeben. Wir Gewerkschaften fordern die Bundesregierung und den Bundestag auf, diesen Weg nicht weiter zu beschreiten. Die Bundeswehr muss das sein, was sie stets nur sein sollte. Eine Landesverteidigungsarmee und keine Armee mit internationalen Ambitionen. Rüstungsexport. Rüstungsexporte müssen strengen Kontrollen und Regeln unterliegen. Diese dürfen nicht weiter aufgeweicht oder gar umgangen werden. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit, gerade in der Frage der Waffenexporte, lernen. Die Waffen, die Machthaber in der arabischen Welt, in Nordafrika und anderswo gegen Menschen einsetzen und eingesetzt haben, sind unter anderem von deutschen und europäischen Firmen geliefert worden. Die Bundesrepublik ist einer der größten Waffenexporteure der Welt. Das muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wir müssen gucken, dass wir darauf Einfluss nehmen. Der DGB hat und wird sich mit seinen Schwestergewerkschaften für eine Senkung der Rüstungsausgaben weltweit einsetzen, um die Lebens- und Bildungschancen aller Menschen zu erhöhen. Die internationale Staatengemeinschaft muss alle diplomatischen Anstrengungen unternehmen, die zur Entschärfung der Situation in den Krisenregionen der Welt beitragen und die Waffen zum Schweigen bringen. Notwendig ist eine politische
Gesamtstrategie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Waffen schaffen keinen Frieden, keine Demokratie, keine Sicherheit und keine Gerechtigkeit. Friedenspolitik, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss endlich auch Präventionspolitik werden. Dies zu verwirklichen und diesen Prozess nachhaltig zu unterstützen, dazu sind wir alle aufgerufen. Dies setzt aber auch voraus, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Es gibt auch eine Gewalt, die keine Bomben und Gewehre braucht, um Menschen in bitterste Verzweiflung und Armut zu stürzen. Armut, soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit in Lebens- und Bildungschancen, ausgebeutete, vergiftete und zerstörte Lebensräume. Sich für Frieden einzusetzen heißt für uns, gesellschaftliche, politische, ökologische und wirtschaftliche Strukturen so zu gestalten, dass letzten Endes alle Menschen die gleichen Lebenschancen haben und wie sie ihnen ermöglicht werden. Und dass kein Krieg herrscht, ist eben nur eine Voraussetzung dafür. Ich möchte mit einem Zitat enden. Wer seine Geschichte nicht kennt, wird die Zukunft nicht erfolgreich gestalten können. Der 1. September ist für uns Gewerkschaften ein Tag von großer Bedeutung, aber nicht nur für uns Gewerkschaften, sondern auch für zahlreiche Friedensorganisationen, die hier ebenfalls vertreten sind. Und der heutige Tag ist sicherlich auch ein geeigneter Anlass, all diesen Initiativen und Organisationen noch ein herzliches Dankeschön zu sagen. Denn der nun beginnende Friedenskulturmonat, die interkulturellen Wochen und die zahlreichen Veranstaltungen, die jetzt beginnen werden, dokumentieren dies. Es gibt auch hier in Münster noch einiges zu tun. Als Beispiel möchte ich mal die Kriegerdenkmäler anführen, so zum Beispiel das sogenannte Guerrero-Denkmal an Odier gekreiselt, weil das eine neue Lösung geben muss. Erfreulich ist jedenfalls, dass der Volkstrauertag in diesem Jahr nicht mehr am Denkmal an der Promenade, dem sogenannten 13er Denkmal, stattfinden wird und das Denkmal Treue um Treue einfordert. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Im Anschluss an diese Veranstaltung findet noch eine zweite Veranstaltung statt, und zwar in der Villa Humpel. Ein Zeitzeugengespräch mit Anna de Vries. Anna de Vries ist Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie im Anschluss noch rüberkämen. Das wird sicherlich eine sehr wichtige und intensive Veranstaltung werden.